Atomruine Fukushima Daiichi, Block 3, der unter dem schützenden Tonnengewölbe. Hier hat Betreiber TEPCO damit begonnen, erstmals Brennstäbe aus einem zerstörten Unglücksreaktor zu bergen. Wegen technischer Hindernisse und zu hoher Strahlung, 4 Jahre später als geplant. Ich denke, die Arbeiten werden jetzt ohne Probleme vorangehen. Ich sorge dafür, dass die Stilllegung der Reaktoren sicher vonstatten geht. Wir haben Geduld. Aus einem Abklingbecken im oberen Teil von Block 3 entfernt TEPCO nun mehr als 500 unbenutzte und abgebrannte Brennstäbe, ferngesteuert über mehrere Jahre. Sie werden abtransportiert und in einem anderen Becken gelagert. Das Gleiche geschieht anschließend in den Blöcken 1 und 2. Doch die größte Herausforderung steht noch bevor. Die Entsorgung der geschmolzenen und stark strahlenden Reaktorkerne in den gefluteten Kellern der Gebäude. Dorthin haben es bislang nur Erkundungsroboter geschafft. Wann dieser Brennstoffbrei geborgen werden kann, völlig ungewiss.